Wie die englische Sprache weltweit gelebt wird, war Thema im Englischunterricht der Klasse 10a in der Oberschule an der Mulde in Rochlitz. Diesmal ist er, dank der jungen Frau, die vor Ihnen steht, besonders nah an der Realität. Mein Name ist Natasha Harwood. Ich komme aus den USA, aus dem Bundesstaat Montana. Jetzt bin ich 24 Jahre alt und ich arbeite jetzt an der Oberschule an der Mulde in Rochlitz als Fremdsprachenassistentin. Natasha Harwood kam mit 140 jungen Amerikanern über das deutsch-amerikanische Fulbright-Programm nach Deutschland. Es soll das gegenseitige Verständnis zwischen den USA und Deutschland durch akademischen und kulturellen Austausch fördern. Das Besondere daran ist, neben dem Studentenaustausch auch die Vergabe von Jahresstipendien für Professoren, Lehrer und Fremdsprachenassistenten. So kam auch Natasha nach Sachsen. Sie hat bereits einen Bachelor in Germanistik und Sprachwissenschaft in der Tasche. Ja, Rochlitz gefällt mir sehr. Es ist ein sehr gemütliche Kleinstadt und ich finde das auch, ich würde sagen, dass es ist auch besser in einer kleinen Stadt zu wohnen, weil dann kann ich mein Deutsch ein bisschen mehr üben und ja, ich kann das ein bisschen mehr benutzen als in die Großstädte, weil ja in Leipzig oder Dresden hört man immer Englisch und ja, hier nichts. Natürlich spricht Natasha Harwood hier auch Englisch, aber vor allem lebt sie es und als Fremdsprachenassistentin vermittelt sie das vor oder bei Hospitationen hinter den Klassen. Hier thematisierte sie Englisch als Weltsprache. Für 380 Millionen Menschen auf der Erde ist Englisch Erstsprache. Dazu gehört auch sie. Für 500 Millionen Erdenbürger ist Englisch Zweitsprache. 700 Millionen sprechen sie als Fremdsprache. Dazu gehören ihre Schüler aus den Klassenstufen 5 bis 10. Ihnen den Stoff zu vermitteln, ist da sehr unterschiedlich. Also, ich habe gesagt, dass ich will Sprachtherapist werden und damit muss ich mit kleinen Kindern arbeiten und so, deshalb finde ich, dass hier an der Oberschule ist eine gute Erfahrung damit, weil ich arbeite mit kleinen Kindern, die mich oft nicht so gut verstehen kannst. In der 5. Klasse, sie können nicht so gut Englisch. Deshalb, ja, ich muss irgendeine Methode finden, mit ihm zu reden und wie man so kleine Kinder eigentlich lehrt. Ja. Mit den Schülern der 10a erörtert sie den Unterschied zwischen dem britischen und dem amerikanischen Englisch. Also ich würde sagen, dass die Unterschiede nicht so groß sind, sondern es gibt ja einige Wörter, die anders sind oder die Aussprache ist ein bisschen anders. Die Schüler sagen, dass es ist ein bisschen leichter, britisch Englisch zu verstehen, als wenn ich spreche. Deshalb, ja. Aber ja, die Unterschiede sind nicht so groß. Zum Beispiel, wenn ich mit dem Buch einen Lehrplan mache, dann kann ich britisch Englisch sehr gut verstehen. Ja. Unterschiede gibt es natürlich auch in der deutschen Sprache. Das hat die junge Frau, die schon zum 4. Mal nach Deutschland gekommen ist, bereits erfahren. Es gibt viele Unterschiede zwischen Sächsisch und Schwäbisch und Bayerisch und ich finde das immer interessant, auch wenn ich das nicht verstehen kann. aber ja, das ist für mich am interessantesten. Ja, und auch die Leute sind, ich würde sagen, dass sie sehr freundlich sind, ja, besonders hier. Also an der Schule, alle die Leute sind sehr, sehr willkommen zu mir. Sie sind, ja. Während ihrer Zeit in Rochlitz arbeitet Natasha auch an ihrem Sächsisch. Lesson 1, Pfannkuchen. Die Frau Ostermeier hier, sie hat gesagt, oh Natasha, willst du einen Pfannkuchen probieren? Und ich habe sie angeschaut und sagte, ich dachte, dass sie Berliners waren. Was? Sie sind Pfannkuchen? Pfannkuchen sind sehr dünn und... Ja, und dann sie hat gesagt, dass nein, in Sachsen ist das, ja, in Berliner ist Pfannkuchen und dann Pfannkuchen ist Plinzen. So, ja.
Ja, und auch Lesson 2 steckt voller Erkenntnisse. Ich habe es bemerkt mit Sächsisch, das A hört ein bisschen anders. Also ich habe auch gelernt, aber viele Leute sagen auch. Und auch mit klein, ich würde sagen klein, aber ich habe clean gehört oder klein, clean, clean Tüte oder ja. Also ich kann das bemerken, aber es ist schwierig für mich auszusagen und ja. Natürlich hat die junge Frau Deutschland auch außerhalb von Sachsen erlebt. Also ich bin 4-mal nach Deutschland gefahren und ja, ich habe in Baden-Württemberg ein bisschen Zeit verbracht und auch ich habe ja natürlich Berlin und Leipzig, Dresden, Köln. Ich habe diese Großstädte angeschaut und letzten Sommer habe ich 2 Wochen auf der Nordküste in Schleswig-Holstein verbracht und das war auch cool. Wie cool Sachsen ist, das will sie gern weitererzählen. Und viele Amerikaner denken nicht immer über Sachsen. Wenn wir über Deutschland denken, dann ist das ja Schwarzwald, Bayern oder Berlin. Aber ich denke, dass ja, vielleicht kann ich zu Hause gehen und sagen, nein, es gibt ja viele gute Sachen in Sachsen. Und sicher wird sie auch erzählen, dass sie für ein Jahr in Rochlitz, der ehemals kleinsten großen Kreisstadt, gelebt und gearbeitet hat.